Und nun sind wir auf der Suche nach einem Mädchen mit einem Vogel in Sonic Adventure. Willkommen zurück. Und ich würde mal sagen, das hier sollte der richtige Raum sein. Also werfen wir mal einen Blick hier hinein. Oh. Na gut. Das ist der Vorraum. Highscore 4300 Punkte, Amy. Ja, das ist unser Highscore. Ja, das bin ich sehr stolz drauf. Aber eigentlich sollte da zeitlich hier gar nicht stehen, weil Amy noch nicht ausgebrochen ist. Denn wir wissen ja, dass der Roboter, also den wir gerade spielen, Amy freigelassen hat. Und wir können ja nicht entscheiden, sie nicht freizulassen. Ist ja nicht Detroit Become Human, Heavy Rain, Beyond Two Souls oder... Ah, ich habe das erste Spiel vergessen von denen. Naja, jedenfalls, lass es uns mal reingehen. Give me the bird. No way! Resistance is futile. Give me the bird. I said no! Why not? None of your business, why not? I want to know why you want it. Data unavailable. You don't even know? You'd be mean to him, you bully! Why not help us out instead? Don't you know how bad I feel? Does not compute. Why try to save that which is useless to you? Does not compute. For you, Eggman failed to give you feelings. Wait a minute, Birdie. Get going. It is dangerous here. Hurry, we'll be arriving at the Mystic Ruins base soon. So, you're not like those other robots, huh? You truly are a good person inside, aren't you? I guess we can be friends then. Take care, okay? Also gut, nun haben wir auch die Cutscene in seiner Perspektive gesehen. Natürlich gab es wieder ein paar kleine Änderungen, aber groß war es nun auch nicht. So, ich denke, wir können uns auch schon das erste Upgrade holen, wenn wir uns nicht wenn ich mich nicht täusche. Oh. Ja, genau. Okay. Dann holen wir uns das mal. Und zwar, das müsste gleich hier um die Ecke sein. Also, einmal hier nach oben und dann nach rechts. Dieses Ziel hier. Es gibt ja auch einen auf der anderen Seite, nicht zu verwechseln. Okay, jetzt funktioniert's. Und jetzt hier nach unten, denn das ist, wie gesagt, also, man hat schon gesagt, der Chat-Booster. Das ist irgend so ein Teil, was hinter uns die ganze Zeit ist. Das ist ja voll komisch. What the fuck, der dreht sich ja... lol. Okay. Ja, der Chat-Booster. Hold the jump button and you'll float for a while. Mhm. Damit können wir schweben, wenn ich den Sprungknopf, also in meinem Fall A, gedrückt halte. Also los geht's. Ah, fuck. Also, und seht ihr es. Also gut. I see you've got the jet booster.
Report to the rear of the ship! Hurry! Okay, anscheinend, glaube ich, kommt jetzt der Kampf zwischen ihm und Sonic. Das wird auch interessant. Also, lass mal nachschauen. How can I serve you, Dr. Robotnik? Eradicate all of those menaces! Give them all you got! Eradicate! I will comply. I'm counting on you, Gamma! Oh lol. Ich bin aus Versehen rausgetan. Ich bin so ein Retard. Okay. Ah! Ah! Oh Gott! Wäre jetzt schon fast Game Over gegangen, weil ich keine Ringe mehr hatte. Ah, einsammeln. Jetzt müsste ich alle haben. Okay. Sonic, fertig machen. Bum, 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 bum. Ja, eigentlich eine Knarre. Okay. Oh no. Oh, oh no. Bum, 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 bum. Oh no. Oh no. Oh no. Ja, fertig gemacht. Boom. Was kommt jetzt? Werden wir fertig gemacht oder Sonic? Den Nether Sonic Story wurden wir ja fertig gemacht. Also, was passiert jetzt, hä? Ach. Amy? Die Story ist komplett umgekehrt. Ach, okay. Hey, Mr. Robot. I know you're not an evil sword. Wait, remember me? Amy! Oh, I really don't get this. Sonic, look! The egg carrier is losing altitude. We've got to split. Take Amy and go. What will you do? I'll nail that Eggman. He must be stopped at all costs. Thanks again for saving me as usual, Sonic. How are you, my metal friend? It's dangerous here. Why not leave Eggman and come with us? Why do you help me? I told you we'd be friends the next time we met. Even Birdie wants the best for you. You must ditch that awful Eggman. Amy, come on! Dr. Robotnik, enemy, master registration, deleted, E-series, friends, must save. Und nun kommt der interessante Teil der Story. Erstmal will ich das loswerden und zwar, ich denke jedenfalls, dass Sonic den Kampf gegen den gewonnen hätte, denn Sonic ist ja super schnell und er hat ja nur eine Knarre und er könnte dem super schnell ausweichen. Jedenfalls hat jetzt Eon oder 2 einige Daten gelöscht, wie zum Beispiel, dass Eggman ein Partner von ihm ist oder ein Zugehöriger oder was auch immer. Und jetzt hat er Eggman als Feind angesehen und wird ihn umbringen. Eggman ist sozusagen unser Erzfeind! Okay, sorry, muss ich bringen. Und jetzt müssen wir alle Roboter der 100, E100-Serie retten. Also, er hat die auch schon als Freundin gespeichert, auf Facebook, natürlich schon geedit und alles. Und die zweite Stage,
müsste dann sehr wahrscheinlich Windy Valley sein, wenn ich mich nicht irre. Aber ich frage mich auch, wie er die retten möchte. Jedenfalls, gehen wir jetzt dorthin. So, ah, so. Pick up. Oh, lol. Ja, läuft. Die Laufanimation. Ich mag die irgendwie. Los geht's. Und jetzt ranschmeißen. Bam. Ah, the Klee is floating. Und wir sind auch am floaten. Und nun betreten wir die Stage. Windy Valley. Destroy E-103. Wir sollten E-103 zerstören. Ich dachte, wir sollten ihn retten. Oder unsere Freunde retten. Oder möchte etwa E-102 Gamma sie vom Leben erlösen, von der Hölle. Also geht das doch deeper, als es eigentlich sein sollte. Also will er seine Freunde von ihrem schrecklichen Leben, die sie in Zusammenarbeit mit Eggman führen, erlösen, damit sie ins wunderschöne Reich des Himmels kommen. Aber wir sind ja schon im Himmel. Also, wortwörtlich. Milli Valley ist ja ziemlich weit oben, fast im Himmel. Kann man ja so sagen. Okay. Ist auch passend, dass es gerade hier kommt. So. Robot are looking for. Die Stage müsste auch nicht so lang sein, denn die E-102 Gamma Story ist, glaube ich, die kürzeste Story überhaupt. Oh, Scheiße, jetzt hänge ich hier wieder fest am Rand. Ich hasse es. Mission failed, ja. Jetzt hast du dich eigentlich selbst gerettet. Also, wenn er den Tod als Rettung findet, dann hat er sich ja gerade selbst gerettet. Also, oder wir haben ihn gerettet. Und da ist auch schon unser Bruder, unsere Schwester, was auch immer. Delta. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oder ist es Delta? Das sollte doch Delta sein. Bam, 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 bam. Und bam, bam, bam. Und bam! Wir werden dich retten, mein Freund. Wir wollen nur das Beste für dich. Und zwar deinen Tod. Mission complete. E-103 Delta. Rescue complete. Rescue complete? Rettung erfolgreich? Okay, anscheinend hat das wirklich ernst gemeint. Oh, ich habe gerade eine Tiefe bekommen. Das perfekte Abenteuer. Oh, lol. Sonic Drift Racing has added to the list. Hä? Geil, Mann. Okay, das Achievement konntet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Aber diese Nachricht. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr ein Achievement nicht seht. Ich habe das ja mit Absicht ausgemacht, falls mich irgend so ein Spasti auf Steam anschreibt oder so. Wie es ja einmal der Fall war. Da man ja die Sounds gehört, aber seit neuestem, also ich glaube zumindest, dass man seit neuestem das machen kann, kann man sich auf Steam beschäftigt stellen. Da kann mich ja niemand in meinen Part stören. War ja auch nur das eine, dieses eine Mal. Aber war auch im Moment ein bisschen lustig, ehrlich zu sein. Aber ja, wird auch in Zukunft nicht mehr vorkommen, falls das jemand von euch extrem gestört hatte. Okay, ich weiß nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Also ich glaube, ich habe eine Vermutung, aber ich möchte noch schauen, ob ich mir schon das Upgrade holen möchte, denn das andere ist auf dem Egg Carrier, welches ja abgestürzt ist vor kurzem. Und da will ich hin. Mal schauen, ob ich schon hier... Ja gut, hier kann ich schon hin. Also, auf zum Egg Carrier. Egg Carrier. Oh, dieser Soundtrack. Das ist super. Das erinnert mich sehr an Detective Conan tatsächlich. In dem Saxophon vor allem. Hört sich an wie so eine Verfolgungsmusik. Okay. Jetzt bin ich mir unsicher, wo ich hin muss. Also wo ich dieses Upgrade holen sollte oder so. Das ist, ich denke, es müsste in sein, oder? Hier draußen gibt es ja nicht so viel zu sehen. Eigentlich gar nichts. Also. Wo ist hier? Das ist halt da. Hey, Racers. Hey. Hallo. Hä? Tut mir gerade leid, was ich hier gerade suchen muss, aber ich habe echt gerade keine Ahnung. Ah, da ist es. So.
Wir drücken hier drauf und kommt diese, was auch immer. Und schiebt uns nach innen. Wir freuen uns jetzt wieder richtig hässlich aus. Ist ja nicht anders zu erwarten von Eggman. Wow! Alter! Da hat er ihn gedisst. Oh mein Gott. Der Eggman. Der E-103-2 Gamma. Okay, so. Ich werde mal kurz nochmal hier nachschauen, ob vielleicht das hier drin ist. Naja, es ist ein Chat-Booster. Es wäre ziemlich nice, wenn das schon hier drinnen wäre. Ich hab, keine Ahnung tatsächlich. Ist es nicht irgendwo da? Vielleicht? Irgendwie? Nö. Ja, das ist ja kacke, Mann. Vielleicht auf der anderen Seite. Rein damit. Ach, was ist denn das für ein Raum? Hilfe. Sieht ja sehr aus wie ein Boxstudio. Ah, da ist es. Eine andere Waffe. Oh yeah. Oh, jetzt habe ich drei Schuss. Also drei Dings. Laser Blaster. Oh yeah. Und ich glaube, das war auch das einzige Upgrade. Ich glaube, es gibt nur zwei. Also, was heißt, ich glaube, ich weiß es. Ich weiß, dass es nur zwei Upgrades gibt. Das ist auch super, dass ich es weiß. Denn jetzt müssen wir uns keine mehr holen. Und somit haben wir alle Upgrades in Sonic Adventure. Außer dieses eine Upgrade, was wir bei der Big the Cat Story nicht holen konnten. Also dieses Erweiterung darf, also mehr Köder oder so, sehr nur dafür, dass wir andere Fische fangen können. Ist nicht so wichtig. Aber schon fatal, wenn man das nicht komplett hat. Aber wir spielen das Spiel ja nicht zu 100%, ansonsten hätten wir alle Embleme und die sind ja auch irgendwo versteckt und so. Okay. Also, jetzt mal raus. Dann würde ich auch den Part beenden. Und, ja, dann sehen wir uns auch dann im nächsten Part bei den Mystic Runes, die wir dann unsere restlichen Freunde retten. Hier bei Sonic Adventure in der E-102 Gamma Story.